Hallöle. Ja, ich weiß, irgendwie ist man ja nicht ganz gar als Karpfenangler, ne? Aber so ist es normal. Und wenn der Trolley sich so bequem schiebt, nimmt man leicht mal etwas mehr mit, als man wirklich braucht. So, ein schöner Kanal. Und wie ihr im Heft nachlesen könnt, ist es oft so, dass eine Seite besser ist als die andere. Und kein Mensch weiß, warum das so ist. Denn an vielen Gewässern kann man das zwar erahnen, zum Beispiel wo es ruhiger ist, wo mehr Schilf wächst, wo mehr Struktur im Grund ist. Das kann man mit Warstiefeln oder mit der Lotrute schnell feststellen. Aber in manchen Kanälen kann man es auch überhaupt nicht sehen, so zum Beispiel hier. Und dies hier ist ein völlig absurder Kanal, denn hier trifft gar nichts von dem zu, was ich im Heft geschrieben habe, nämlich dass eine Seite besser ist als die andere, sondern hier beißen die Seiten überhaupt nicht. Nein, das ist jetzt kein Witz. In diesem absurden Kanal, das ist eigentlich der einzige, den ich kenne, mit kleinen Einschränkungen vielleicht der einzige, den ich kenne, wo es in der Mitte beißt. Ganz absurd. Obwohl die Uferzonen sehr viel schöner sind und auch direkt am Ufer, 2, 3 Meter nach dem Ufer, kommt eine kleine Kante und da sind unheimlich viele Teichmuscheln, von denen die Karpfen sich hier auch ernähren. Ja, aber nein, sie fressen in der Mitte. Frag mich bitte nicht, warum das so ist. Ich habe schon alles versucht, aber ich fange sie immer in der Mitte. Und darum habe ich jetzt hier mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt ganz gezielt die Ufer befüttert, weil die so genial aussehen und weil ich mal herausfinden möchte, ob denn tatsächlich es möglich ist, die Karpfen von ihren üblichen Fressrouten abzubringen. Und weil ich feststellen möchte, ist es in diesem Kanal so, dass sie wirklich nur in der Mitte fressen oder dass sie vielleicht nur da ziehen. Das ist nämlich die Frage. Und nur in bestimmten Bereichen mal fressen. Jetzt habe ich hier 2 Wochen lang ausgiebig vorgefüttert und heute Nacht wollen wir mal sehen, was sie hier tut. Ha, ich baue jetzt erstmal auf und dann sehen wir weiter. Jo, alles blitzschnell aufgebaut. Bei mir muss das in einer Viertelstunde stehen. So ist mein Schirm, meine Liege, alles gestückt, dass ich also wirklich ratzefatz alles aufgebaut habe. Ich hasse das wie die Pest, wenn ich eine Stunde brauche, um erstmal mein Camp stehen zu haben. Das kommt bei mir nicht in die Tüte. Ein Handgriff, der Schirm steht, ein Handgriff, die Liege steht. So funktioniert das. Und jetzt kann ich mir alle Zeit der Welt lassen, um zu überlegen, wie ich meine Routen ausbringe. Denn dafür nehme ich mir wirklich Zeit. Auch an Kanälen, so einfach das oftmals ist. Ich habe ein großes Problem hier. Es ist hier schon relativ tief am Ufer und ich muss, weil ich vor dem Schilf lang muss, ich werde euch das dann noch zeigen, wenn ich im Wasser bin, mit Wartstiefeln, die reichen eben nicht. Ich muss mit einer Warthose rein, das ist mein Problem. Ja, ich muss also nachts sehen, dass ich wirklich mich richtig beeile, denn man muss immer zügig drin sein im Wasser, wenn es beißt. Bei Wartstiefeln ist das kein Thema. Umkrempeln, reinspringen, losrennen und im Rennen dann hochziehen, das Ding und rein ins Wasser. Eine Warthose, da braucht man noch einige Zeit, um da drin zu sein. Geht hier leider nicht anders, komme ich nicht drum herum. Und weil das so ist, dass ich mich hier jetzt mit der Warthose rumquäle, überlege ich mir jetzt, wo ich am besten reinspringe ins Wasser. Machen wir da gleich 2 Markierungen hin, dass ich nachts nicht stolper oder mir die Knochen breche. Und dann werde ich mit der Warthose ein bisschen am Ufer lang laufen. Und warum ich das tue, das sage ich euch gleich, wenn ich im Wasser bin. Wetter ist schon mal gut. Wenn ich auch leider, trotz dass ich gut gefüttert habe, keine Aktivitäten sehe. Aber das muss nichts heißen. Jedenfalls nicht an diesem Kanal hier. Ja, so chaotisch kann das schon mal meine Hand aussehen. Wenn ich mit Kamera in der Hand und Angeln und Rutenhalter hier runter stapfe, um die letzten beiden Ruten hier auszubringen. Die eine habe ich übrigens in der Mitte ausgebracht. Die steht da oben an meiner Liege, die Rute. Das ist die, die ich am schnellsten greifen kann. Für die ich auch nicht zwangsläufig die Warthose anziehen muss. Und wenn ich da was fange, dann weiß ich schon mal, hier klappt halt nicht mehr im Ufer. So. Dann gehen diese beiden Runden jetzt rein und ich zeige euch, wo und wie. Puh. So, die Route, die drüben hinkommt, auch die ganze Ufer, da gibt es nicht viel zu sagen, wird gleich ganz genau am Ufer platziert. Aber diese hier, die bringe ich jetzt da hinten aus am Schilf. Und dafür laufe ich mit meiner Warthose einfach hier am Schilf entlang. Und der Riesenvorteil, den ich jetzt habe, ist, ich brauche keine Notroute. Ich brauche keinen Marker, ich brauche gar nichts. Ich kann einfach in aller Gemütsruhe laufen und kann gleich wunderbar die Grundbeschaffenheit ertasten. Ich habe hier auch gleich schon was ganz Ungewöhnliches festgestellt beim Anfüttern. Dieser Kanal hier hat einen lehmigen Grund, der von einer sandigen Schicht bedeckt ist. Also das Ganze ist recht hart, egal ob Lehm oder Sand, es ist ja eine harte Geschichte. Und hart ist immer gut, auf hartem Grund zu fischen. Das macht immer Sinn. Also niemals über Faulschlamm oder so. Jedenfalls nicht dann, wenn man die Möglichkeit hat, direkt daneben auf hartem Grund zu angeln.
Ja. Und nun habe ich hier. Menschenskinder, das ist alles voller Schilfrohrsänger hier. Das ist interessant. Und nun habe ich hier ungewöhnlicherweise richtig tiefe Löcher festgestellt. Plötzlich versackte ich fast bis zur Hüfte. Natürlich nicht so angenehm. Und das ist ganz wichtig, dass die Montage nicht darauf landet, auf solchen Löchern. Deswegen sind die Löcher aber trotzdem Gold wert. Warum? Weil am Rand dieser Löcher, am Rand dieser Zonen, ja, wo es so ein bisschen weich ist, da halten sich unglaublich viele Kleinlebewesen auf. Und da sammeln die Karpfen das ab. Die fressen die Ränder dieser Zonen durchaus ab. Also dicht an einem Schlammloch auf hartem Grund. Das sind absolute Topstellen. Ich muss jetzt tierisch aufpassen, dass ich nicht stolper. Dann landet ihr nämlich im Wasser. Hier kommen wir an ein erstes Seerosenfeld. Und hier werde ich meine Montage auch platzieren. Festschwimmen kann er sich hier kaum mit meiner starken Geflechtschnur hier. Ich habe hier so eine richtig starke Geflechtschnur drauf. Eine 25er Klimax ist das, glaube ich. Eine richtig schöne Schnur, die säbelt Seerosenblätter so ab. Und das ist, wie gesagt, nicht so dicht, das Seerosenfeld, dass man darin ein Problem kriegt. Aber davor ist der Grund noch schön hart. Ich spüre hier unten in meinen Wartstiefeln. Leider ist meine Kamera nicht unterwassertauglich. Sonst würde ich sie jetzt mal kurz reinfallen lassen. Dann könntet ihr sehen, dass da unten alles voller Muscheln ist. Ich spüre das hier mit meinen Stiefeln. Jetzt tasse ich mich vor an die Kante, bis ich zum Bauch im Wasser stehe. Denn an dieser Kante habe ich in der Regel gefüttert. Und hier wird es weich. Da will ich nicht hin. Hier bleibe ich. Schön auf dem harten Grund. Und hier lege ich jetzt meine Montage ganz einfach ab. Oh, wunderbar. Alles voller Muscheln. Geil. Dazwischen kommt meine Montage jetzt zu liegen. Oh, hier ist auch ein Loch. Das ist gut. Nichts ist einfacher als das Füttern an so einer Stelle. Genau da, wo die Montage liegt. Ein paar Bollies rein. Was ist? Heiße Hühnersuppe. Der Freund eines jeden Karpfenanglers. Mit gesunden Möhrchen. Ich konnte einen kleinen Fisch fangen, einen Spiegler von etwa 12 bis 14 Pfund. Den habe ich so zurückgesetzt. Ich konnte ihn nicht filmen. Es hat in Strömen geregnet. Ich hätte mir meine Kamera ruiniert. Und da habe ich ihn gleich zurückgesetzt. Er biss auf meiner Seite. Und wir wollen mal sehen, ob das jetzt dabei bleibt oder ob auf der anderen Seite auch was zu reißen ist. Jo, oh, was ich noch sagen sollte. Ich habe jetzt aufgrund dieses Fangs auf meiner Seite eine Rute, die ich in der Mitte hatte, rübergelegt auf die andere Seite. Und zwar deswegen, weil ich jetzt der anderen Seite bewusst eine größere Chance geben will. Nicht? Umso deutlicher zu belegen, dass wenn da gar nichts beißt, dass es tatsächlich so ist, dass hier diese Seite einfach besser ist. Falls es noch jemals wieder aufhört zu regnen. Ich muss den Rassewellen jetzt einen Schirm andersrum aufbauen, Überwurf drüber machen und ach du Schande. Na gut. Ich hau mich gleich aufs Ohr. Gute Nacht. Der ganze Rauch zieht mich unter den Schirm. Was ich noch sagen muss, es versteht sich natürlich von selber, dass ich mit komplett identischen Montagen angel. Nicht? Dass wir also auch wirklich einen direkten Vergleich haben. Und nicht nachher irgendwie auf der anderen Seite mit einer Boilies angeln oder sowas. Nicht? Dann ist es klar, dass da schnell mal Unterschiede da sein können. Ich angel exakt mit den gleichen Montagen. Mit den gleichen Boilies, mit den gleichen Haken und in den gleichen Tiefen. Dann ist ein Küchenchef verloren gegangen. So, die Nacht hat ihre erste faustdicke Überraschung. Ein 23-pfündiger Schuppi, den ich noch nicht kenne, was mich sehr freut, weil hier viel Raubbau betrieben wurde. Dieser hat überlebt. Wunderbarer Fisch. Und Überraschung deshalb, weil er auf der anderen Seite gebissen hat. Genial. Toller Fisch. Mit einigen besonderen Merkmalen. Eine abgerundete Schwanzflosse. Eine schuppenfreie Stelle. Da freut sich doch das Anglerherz. Und der darf jetzt wieder schwimmen. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Und fange an, in meinen Träumen zu sinnieren, wo die Fische doch besser beißen. Links oder rechts. So, die Nacht war relativ anstrengend für mich. Viel Wind, viel Regen, sehr ungemütlich, man konnte kaum schlafen. Einige Brassen haben mich genervt. Das Resümee lautet, bevor ich jetzt hier eine Route nochmal neu mit meinem frischen Beul hier bestücke, meine Theorie hat mal wieder hingehauen. Zuerst stand es ja 1:1, was ihr im Dunkeln noch gesehen habt. Ich hatte den kleinen Spieler, den ich nicht filmen konnte, gestern Abend an diesem Ufer. Dann den schönen großen Schuppi heute Nacht auf der anderen Seite. Und dann habe ich noch zwei Fische verloren an meinem Ufer, im strömenden Regen.
Einen habe ich verloren, weil er sehr klein war. Der machte sehr schnelle kurze Vibrationen und die steigen schnell mal aus. Also nicht weiter verwunderlich, so ein 6-Pfünder oder so. Und der andere, das hat mich schon ziemlich geärgert, das war nämlich wieder ein großer. Der hat sich irgendwo am Grund festgesetzt und hat dann die Gelegenheit genutzt. Mensch, ich kann nicht mal moderieren und meinen Beutelstopper hier festhalten. Und hat dann die Gelegenheit genutzt, sich dann loszuschlagen, beziehungsweise den Haken zu lockern. Denn ich habe ihn freigekriegt aus dem Hindernis und 5 Meter später, da war er ab. Er hat also den Haken lösen können. So, ich bestück nochmal einen frischen Beule hier am frühen Morgen. Manchmal bringt es was, aber prinzipiell erhoffe ich mir jetzt nicht mehr viel, weil die beste Zeit hier erfahrungsgemäß vorbei ist. Es ist schon nach 7 Uhr und da fange ich hier normalerweise nichts mehr. Aber ein frischer Beule kann doch nochmal weiterhelfen und unter Umständen nochmal eine kleine Überraschung bringen. So, wie lautet das Endfazit? Das eine Ufer 3 Fische, das andere Ufer 1 Fisch, das ist der Klassiker. Natürlich ist das nicht hundertprozentig aussagekräftig, man muss das über mehrere Wochen machen. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, dass es in der Regel wirklich so ist. Und wenn das so ist, können wir Schlüsse daraus ziehen. Denn wenn wir wissen, ein Ufer ist besser, kann man es auch gezielter befüttern. Und wenn wir wissen, das andere Ufer ist nicht so produktiv, dann würde ich nicht das Ufer gar nicht befüttern. Weil manchmal sind es gerade die großen Fische, die sich am unproduktiveren Ufer aufhalten, warum auch immer das so ist. Und dann lohnt es sich, wenn man auch vielleicht nur alle 5, 6 Ansätze da mal einen Fisch fängt, da dann punktuell zu füttern. Ja? Also das erfolgreiche Ufer schön gestreckt befüttern, ja? Schöne lange Strecke und das andere Ufer ganz punktuell, zum Beispiel in einem Seerosenfeld oder einem Einlauf, was man an Besonderheiten so findet. Da haut man dann so jedes Mal, wenn man füttern geht, ein kleines Häufchen hin. Wie schon gesagt, man kann unmöglich eine Aussage machen, wenn man nicht mehrere Gewässer intensiv beangelt. Und hier sind wir auch schon am zweiten. Ich befinde mich jetzt mitten in einem Wohngebiet, Haus an Haus. Ihr hört die Rasenmäher im Hintergrund. Oh, er ist gerade ruhig geworden. Hier ist also ordentlich Action. Auch hier halten sich aber Karpfen auf. Und jetzt probieren wir mal hier aus, ob hier eine Seite im Vorteil ist. Wieder habe ich beide Seiten gleichermaßen befüttert. Ich befinde mich hier mitten im schnuckeligen Garten meiner süßen Schwägerin Marita. Und versuche jetzt mal hier einen Karpfen heute Nacht zu landen. Auch hier ist es natürlich so, dass beide Seiten gleichmäßig aussehen. Nur dass wir hier halt keine Schilfkanten haben, sondern ganz normale Uferbefestigungen. Und auch die ähnelt auf beiden Seiten wie ein Ei dem anderen. Holzbefestigung ist auf dem Grund und gleich am Ufer ist es einen guten Meter tief. Das sind Bedingungen, die Karpfen durchaus mögen, weil an diesem Holz oftmals Muscheln siedeln oder Kleintiere, die sie da abgrasen. Darum fische ich auch hier auf beiden Seiten dicht am Rand und wieder mal mit den gleichen Montagen. So, die Nacht hat ihren ersten guten Fisch. Allerdings kann ich ihn leider nicht zählen. Jedenfalls nicht für diese Geschichte, weil es kein Karpfen ist, sondern ein richtig fetter Aaland. Wir hatten Stress am frühen Morgen. Auf Socken am Drillen hier. Dabei gibt es noch nicht mal viel zu drillen. Da haben wir wieder keinen Karpfen. Die haben mich diese Nacht schmählich im Stich gelassen. Ich hatte gehofft, er würde endlich mal so ein bisschen knabbern, meiner Personal Best Marke knabbern. Aber die 5 Pfund, an der mein bester Fisch auch nur knapp gescheitert ist, da scheitert auch er hier. 4¾ Pfund hat er. Aber allemal ein schöner Fisch. Ich freue mich auch über solche. Geil. Wie schon mehrfach gesagt, kann man so eine Thematik natürlich nicht in einen kleinen Beitrag für einen Film packen, sondern man müsste eine Tabelle aufstellen und das über viele Monate hinweg machen. Ich möchte auch nur Anregungen geben. Achtet drauf, wenn ihr im Kanal fischt, ob vielleicht eine Seite besser ist, um die Futtermenge ganz gezielt einzusetzen und nicht zu viel investieren zu müssen. Für euch Maria aber noch eine Nacht und wir werden sehen, was hier heute kommt. Die Bedingungen sind die gleichen, der Abschnitt ein etwas anderer, ohne Schilf diesmal, aber die Ufer sind wieder absolut identisch. Also bis gleich, hoffentlich. Noch etwas verdattert. Die hat mich leider aus dem Schlaf geballert. Normalerweise wird man hier immer wach gehalten von einigen Brassen, die mal piepsen oder Wollankrabben. Hier war überhaupt nichts. Richtiges Schweigen im Walde. Und auf einmal, da knallt der los. Ich brauche einen kleinen Kopf mit meinem baren Haupt. Damit ihr mal ein Bild machen könnt, wie bescheuert die Mama sein muss beim Angeln. Niemals würde ich so eine grelle Lampe
mit zum Drillen nehmen. Die ist fürs Zelt oder für den Schirm, für nichts anderes. Aber ihr müsst ja auch was sehen, ne? Gar nicht so einfach, so ein Filmchen zu machen. Ja. Da ist er. Hui, ein schönes Tierchen. Ich habe ihn gerade gewogen, etwas über 22 Pfund. Schönes Fischchen. Ja. Obligatorische Nagelprobe. Überprüfung, ob nichts am Vorfach oder an einem Wirbel oder sonstiges Schaden genommen hat. Das haben wir auch schon gehabt, dass dann teilweise beim Landen der Wirbel wird ja eingezogen ins Blei, dass der verbogen war. Ne? Schnell abmachen und austauschen. Jo, gebissen hat er auf einen Monster Crab Robin Red. Der ist unwiderstehlich offensichtlich. Aber was euch viel mehr interessiert, er hat auf dieser Seite gebissen. Gut, warten wir also ab, wo der nächste kommt. Oh, was für ein Lump. Boah, schwimmen hier in ein Krautfeld ran, der Sacktor. Kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht, komm ich drüber weg. Stellt sich hier in so ein Krautbüschel rein und ich stehe direkt davor. Der Fisch ist weg. Ich trampel hier rum, ich leuchte da rein. Interessiert ihn gar nicht. Blieb eiskalt drin stehen. Gucken. Oh ja, auch ein schönes Tier. Ja. Der hätte ruhig noch einige Speränzchen machen können. Der Hakensitz ist bombastisch. Ich verwende hier neuerdings Kombi-Rigs. Die habe ich jetzt natürlich auch an allen vier Routen dran, damit alles wieder schön gut verglichen werden kann. Und der hier hat auch auf dieser Seite gebissen. Steht also 2:0. Und da ist das Schmuckstück. So ungefähr geschätzte 16, 17 Pfund. Schönes Fischchen. Wiegen werde ich ihn jetzt nicht, sondern schnell wieder ins Bett gehen. Ich bin todmüde. So, ich bastel mir hier wieder meinen Schneemann. Und nochmal kurz zur Erklärung. Meine vier erlaubten Routen hier. Die sind heute so gleichmäßig wieder platziert wie immer. Ich habe links hier und drüben einen Leberboili, Lebermuschel. Und auf der anderen Seite habe ich auch hier und drüben Monster Crab und oben drüber ein Pop-Up. Das ergibt den sogenannten Schneemann. Das hat manchmal Vorteile, wenn die Fische ein bisschen zickig sind, ein bisschen träge sind und nur so lustlos am Grund rumwühlen, aber nicht so richtig wirklich fressen. Und so eine Phase haben wir nämlich jetzt gerade. Dann hat das einen riesen Vorteil, wenn das Ding hier so am Grund steht. Das macht nämlich die Fische neugierig. Da steht er so und pendelt regelrecht, weil der Pop-Up den unteren Boilie, den Leberboilie, den Monster Crab Boilie hochzieht, ja, und so in Bewegung hält. Wenn jetzt der Fisch kommt und wedelt, ja, dann bewegt sich das, er wird noch neugieriger und schlürft das Ding einfach ein, dann ist er schon gehakt, nicht? Dann ist quasi schon zu spät. Eine sehr gute Methode, um träge Fische hier in der Gegend munter zu machen. Gut, wieder rein damit. 2:0. So, nachdem mich der erste Brassen, und sei zum Glück einzige Brassen, gerade geweckt hat, verabschiede ich mich von euch. Ich lege meine Route noch einmal aus. Mit einem frischen Boilie. Aber ich fürchte, hier kommt nichts mehr. Meistens ist hier Schluss um diese Zeit. Vergesst also nicht, es lohnt sich, den Kanal im Auge zu behalten. Ich hatte noch einen heftigen Take, der möglicherweise von einem Karpfen kam. Im Klartext, ich habe jetzt 3:0 für diese Seite. Auf anderen tat sich gar nichts, obwohl sie gleichmäßig befördert sind. Achtet also selber drauf, wie es bei eurem Kanal oder bei eurem Fluss ist. Wenn eine Seite besser ist, dann befüttert die auch effizienter. Dann braucht ihr nicht mehr so viele Boilies. Spart also, ist absolut sinnvoll. Und wie eingangs schon gesagt, auf der anderen Seite kann man immer noch sich auf einzelne Spots so ein bisschen konzentrieren. Denn hin und wieder treiben sich da auch Karpfen rum. Manchmal sind es die Ausnahmefische. Also, in diesem Sinne, viel Erfolg bei der Wahl der richtigen Seite. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.